an die Friburger Nachrichten, das ist so, das ist etwas, was einfach dazugehört. Für die Region ist es wirklich, glaube ich, die Zeitung, wo man einfach alltag reinschaut und wo man auch zuerst einmal schaut, was ist gelaufen, was haben die Vereine gemacht, wer ist gestorben, was geht sonst gut, was geht sonst schlecht. Für die Region ist es, denke ich, ein sehr grosser Informationsbringer. Für mich ist der FN tägliche Lektüre seit mehreren Jahrzehnten. Ich bin auch seit Jahrzehnten jetzt schon Aktionär davon, weil ich überzeugt bin von der deutschsprachigen Zeitung im Kanton Freiburg. Weitergehen auf diesem Weg, weitergehen an die Basis probieren zu spüren. Ich glaube, dort hat die Sensibilität weiterzuwahren von den Leuten, die den Journalisten gegenüberstehen. Dann habe ich das Gefühl, dass ich den richtigen Weg. Es ist keine Überraschung, dass die lokale Zeitung wie die Freiburger Nachrichten also vielleicht weniger Probleme zu lösen hätten als eine größere, also Nationalzeitung. Und ich freue mich darüber, dass die FN zuversichtlich bleiben dürfen. Die Friburger Nachrichten, das ist so, das ist etwas, was einfach dazugehört. Das hat schon gegen den Himmel gegeben, das ist seit 50 Jahren auf dem Tisch. Ich bin bei der Freiburger Nachricht Aktionär, und zwar, weil das eine regionale Zeitung ist. Wir mit dem probieren zu unterstützen, dass sie sich mal nicht eingehen und vor allem, dass sie nicht von jemand anderem nachkommt. Ich glaube, die Freiburger Nachrichten hat je länger wie mehr eine gute Überlebenschance, und zwar, weil das sehr klein ist, regional ist und nicht mit dem ganz grossen nationalen oder Weltzirkus mitmachen. Sie tut anders Nachrichten bringen, und darum sehe ich länger wie mehr, dass sie auch die Lücke von den regionalen Nachrichten gut erfüllen. Also viel Glück an die FN.